die Cordillera Blanca, wo der globale Klimawandel sichtbar wird, wo das Eis nicht mehr ewig ist. Die Menschen, die hier leben, sind direkt betroffen. Ambos glaciares forman bloques. Die beiden Gletscher dort oben formen Eisblöcke, die wie große Pilze über dem See herabhängen. Estos provocan avalanches. Diese können jederzeit als Lawinen abgehen. El riesgo es, es latente. Doch niemand weiß, wann das sein wird. Das Risiko ist ständig da, dass dann eine riesige Flutwelle in unser Tal herabstürzt. Es wäre eine Katastrophe. Adelie, Saul Lucianos kleine Tochter, versteht noch nicht die Gefahr, die oben in den Bergen durch die Klimaerwärmung droht. Die Älteren in der Familie schon. Aber wegziehen kommt für sie nicht in Frage. Seit Generationen leben die Einheimischen an den Hängen und in den Tälern der Hochanden. Von Gemüse, von Kartoffel- und Obstanbau. Doch wie sollen sie sich und ihre Häuser schützen, die armen Kleinbauern, die selbst zum Klimawandel so gut wie nichts beigetragen haben? Ein paar provisorische Schläuche sollen das Wasser ableiten. Doch das wird nicht reichen. Wissenschaftler haben eine bis zu 30 Meter hohe Flutwelle berechnet, die aus diesem kleinen Bach eine Art Tsunami machen würde. Wer also hilft? Und wie? Wir haben jetzt Hilfe vermittelt bekommen. Wir sind in Kontakt mit German Watch. Dank dieser Unterstützung hoffen wir darauf, einen Wall, einen Deich zu unserem Schutz bauen zu können. Auf dem Weg ins peruanische Hochland nach Huaraz eine Delegation von German Watch. Klaus Milke und seine Mitstreiter mischen sich bereits seit über 20 Jahren in die Klimadebatte ein. Ihr wichtigstes Anliegen, der Schutz für die Schwächsten, für Menschen wie Saul Luciano. Den Kontakt zu ihm haben peruanische Klimaengagierte hergestellt. Gemeinsam wollen sie nun diejenigen zur Kasse bitten, die mit ihren CO2-Emissionen massiv zum Klimawandel und so zur Gletscherschmelze beigetragen haben. Die großen Energiekonzerne. Das erste Treffen auf dem Grundstück der Familie Luciano. Klaus Milke ist gespannt. Wir möchten gerne mehr über eure Lebenssituation erfahren, erklärt er. Und Milke berichtet, dass man in Deutschland den Energiekonzern RWE für eine Musterklage vorgeschlagen habe. Denn Saul will erreichen, dass RWE, entsprechend ihres Beitrages zum Klimawandel, einen Teil der Kosten für die Schutzeinrichtungen am Gletschersee und für die bedrohten Menschen übernehmen muss. Wenn das gelingt, könnten zukünftig Schutzmaßnahmen auch in anderen Fällen juristisch eingeklagt werden. Ein Präzedenzfall, der auch die Politik unter Druck setzen würde, endlich globale Lösungen zu finden. Wie viele Menschen leben in eurer Nähe, will Klaus Milke wissen. 500? Nein, 5000. Das sind eine Menge Menschen. Dann erst realisiere man, stellt Milke fest, was eine Sturzflut bedeuten würde. Saul bestätigt das. Es lägen sehr viele Häuser auf dem Weg zum Gletscher. Hunderte Familien wären betroffen. Und niemand, keine Familie, kein Haus habe Schutz vor einer Sturzwelle, klagt José Roca, ein lokaler Berater der Einheimischen. Aus allen Richtungen würde das Wasser herabstürzen. Am nächsten Morgen beginnt der Anstieg zur Lagune Palcacocha. Klaus Milke will sich die Schäden am Eis genauer ansehen. Die großen Unternehmen in den Industrieländern haben die globale Erwärmung maßgeblich verschuldet. Das Ergebnis ist, dass bei uns die Gletscher abschmelzen. Deshalb fordern wir, dass sie jetzt wenigstens für Schutzvorrichtungen an unserem Bergsee sorgen. Und besser noch, dass sie in Zukunft ihre Klimaverschmutzung verringern, sodass alle Menschen überleben können. Es geht hinauf auf fast 5000 Meter. Das Atmen fällt schwer. Jeder Schritt tut weh.
Dann endlich der Gletschersee. Schnell wird klar, das Eis taut weiter ab. Eine Sturzflut droht jederzeit. Zum Schutz nur ein paar Gummischläuche. Ein verzweifelter Versuch. Drei ältere Männer sollen hier oben den Gletscher bewachen, doch sie haben kein Geld für ein funktionierendes Satellitentelefon. Wie können sie so im Ernstfall die Menschen im Tal warnen? Hier muss etwas passieren. Und das bald. Ich hoffe, dass wir gemeinsam mit German Watch und unserer Klage vor Gericht erfolgreich sind. Denn das ist nicht nur ein regionales Problem für uns. Wenn wir Erfolg haben, könnte das auch auf globaler Ebene etwas Großes bewirken. Wenn wir jetzt nicht unsere Stimme erheben, dann werden wir sterben.